Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Squad Builder Battle. Heute um eine ganz geisteskranke Karte. Leute, es ist der Kubo. Die Sommerhitze Kubo ist rausgekommen. Spielt beim RCD Mallorca. Von daher unbedingt ein SBB mussten wir drauf machen. Ja, wie gesagt, also die Stats von dem sieht. Die Karte sieht so geisteskrank aus. Ingame-Stats auch. 99 Antritt, 92 Sprintgeschwindigkeit, macht ein Tempo von 99. Ist auf jeden Fall logisch an der Stelle. Und darum heute ein SBB, wie schon gesagt. Natürlich ist jemand dabei. Der gute Julius Moinmeister. Moin. Ja, der Malle Kubo. Auf jeden Fall eine geile Karte. Takefusa, bester Vorname. Sieht auf jeden Fall richtig krank aus, die Karte. Den mussten wir absolut erschwitzen. In Squad Battles war wirklich mühselig. Von dem her. Die Leute müssen hier ausrasten mit Likes und Abonnements, oder? So ist es. So ist es. So sieht's aus, Leute. 2222 Likes. Sind die drin? Was meinst du? Ich denke schon. Easy. Packen wir nochmal 5 Likes oben drauf. Ja, komm, 5 Likes noch oben drauf. Gebt auf jeden Fall alles. Und, Leute, ganz wichtig, abonnieren nicht vergessen. 70% haben dies noch nicht getan. Da versucht einfach mal diese Zahl runterzukriegen. Also jetzt unbedingt auf Abonnieren drücken. Und, Leute. Empogy, der Booster eures Vertrauens, hat wieder einen Restock jetzt bekommen. Heute am Sonntag 10 Uhr, wenn das Video online ist, dürfte das genau um die Uhrzeit ungefähr sein. Beeilt euch, denn diese Booster sind relativ schnell ausverkauft. Die waren jetzt, ich glaube, 3 Wochen oder so einfach Sellout. Also das heißt, man konnte die nicht mehr bekommen. Falls ihr euch was gönnen wollt, mit dem Code MAXIMALE5 spart ihr ganze 5%. Es gibt geile Angebote, wie zum Beispiel mit einem Booster, mit einem Shaker, mit 2 Booster, mit einem Shaker, 3 Booster, alles, was ihr da auf jeden Fall wollt. Und ihr kriegt auch noch Smilodox-Masken, glaube ich, mit oben drauf. Von daher, es lohnt sich wirklich, da mal das Ganze abzuchecken. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Wie gesagt, mit MAXIMALE5 spart ihr 5%. Und dann würde ich sagen, ja, ich nehme einen Schluck und dann können wir eigentlich schon fast reinstarten. Perfekt, bist du dann komplett gehypt, oder? Ich bin heiß wie sonst was, du bist der Gast, du darfst erst reinstellen, ich halte zuerst rein, schieß mal. Let's go. Und los. Wir haben auf dem rechten Flügel den Summerheat Kubo, im Sturm haben wir den Summerheat Jovic und auf links haben wir den Team of the Year Nominee Eden Hazard. Ach du Heiliger, da war ich beim FC Barcelona, Grisi und der gute Suarez, schade an der Stelle. Perfekt. Würde ich sagen, gehe ich mal bei mir rein. Ja. Ja, ist ein bisschen eklig jetzt an der Stelle, weil ich ungefähr die gleichen Spieler habe. Ich habe links einfach mal den 95er Hazard. Alter. Auch ganz entspannt. Hast, und du dann hast ihn vorne, gezogen, ne? Das gibt eine Anzeige. Und vorne mal einen Tots Benzema. Nicht schlecht. Habe ich sogar kurz überlegt, mit Benze zu gehen, habe dann aber Joao Felix Future Star und Lemar Foot Birthday aufgeschrieben. Wichtig, wichtiges Ding. Ja, so soll es weitergehen. Läuft wie geschnitten Brot. So ist es. So, wir kommen ins Mittelfeld. Max und ich haben ja heute auch dieselbe Formation. Vielleicht bauen wir uns da was Ähnliches. Man weiß es nicht. Ja, ich starte mit einer Icon, wirst du dir vielleicht gedacht haben, weil der Kubo, der ist nicht so einfach einzubauen. Von dem her, ich gehe jetzt mal von rechts nach links mit Prime Moments Lampard. In der Mitte habe ich Henderson, Tots und links Shapeshifter Alexander Arnold. Ach komm, höre mir auf, wirklich. Das war's. Komplett Casola, Witzel und Pep Guardiola. Schade, ich bin wenigstens mit einer Icon gegangen. Nice. Aber ich denke mal, meine Spieler hast du nicht. Also da lege ich mich schon fast fest, dass du ihn nicht hast. Ich gehe mal rein. Mhm. Linker ZM, der Team of the Season von Joshua Kimmich. Also da lege ich mich schon fast fest, dass du ihn nicht hast. Alles klar, Digga. In der Mitte spiele ich eine Icon. Jo, die ist eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Das ist der gute Hullet. Dann rechts spiele ich den guten Team of the Year, De Jong. Aber das ist der Baby-Rollet, oder? Genau, der Baby-Rollet. Wie viel kostet der? Sonst 300k. Eieieiei. Ja, was soll ich dazu sagen? Du hast schon gesagt, die Spieler werde ich wohl nicht haben. Aufgeschrieben Henderson, Ballack und Kimmich. Moin Meister. Und los. Der letzte Snipe war auf jeden Fall bitter. Ich hoffe, ich kann jetzt auch mal was raussnipen, nämlich so auf jeden Fall ausgleichende Gerechtigkeit muss da sein. Let's go, schieß mal los. Nee, Digga. Wir gehen rein. Linksverteidiger. ich sehe jetzt erst, dass der 50 verteidigen hat. Perfekt. Saka, Man of the Match. Der von Arsenal. Und rechts, oh, dein Lieblingsgegenstand. Cash. Achso. Ich bin rechts mit Williams gegangen, das ist so ein Tots aus der zweiten englischen Liga oder dritten, keine Ahnung. Und links einfach mit Robertson, da war ich weit daneben. Darfst du beide behalten, ey, du. Oh,
Fröhlchen wäre sowas von ekelhaft. Ach nee, komm, wir gehen mal rein. Rechts, da spielt, oh, wie heißt der überhaupt? Harte Bayeur heißt er. Oh mein Gott. Holländer. Und links, ja, da habe ich einige Wahlmöglichkeiten zwischen Davies, zwischen einem Alaba, Schulz und so weiter. Ich habe mir mal jetzt für Alaba entschieden. Junge, ich schreibe ihn halt wirklich immer gegen dich auf, ne? Der gute Max. Weil ich, ja, stimmt, die Man of the Match Karte, ja. Ohne ja, Witz, ja, ja. Weil ich, ja, Max Malle, Max muss aufgeschrieben werden, mache ich jedes Mal gegen dich, aber es hat noch nie geklappt, merke ich mir. Und rechts habe ich Semedo, schade. Okay. Let's go. Wir kommen zu den letzten drei Spielern, bisher durfte ich alles behalten, wenn es mich jetzt trifft, dann wäre natürlich eklig. Ja, ich habe drei Tots-Karten. Jetzt ist die Frage, hast du drei Tots-Karten oder nicht? Das ist die Frage. Alle von einem Verein, also ist krass, dass die alle eine Tots-Karte bekommen haben. Aus der portugiesischen Liga. Was? Kannst du keinem erzählen? Ja, stell rein. Macano, Pepe und Marchesin. Thiago Silva, Marquinhos, na was? Ja, also, ich sowas hab grad, ich habe gerade zu Jules gesagt, ich hätte noch ein Dreieck gehabt, was mir sofort in den Sinn gekommen ist und genau die drei waren. Ich habe die ganze Zeit gerade hier noch Porto geflüstert, weil ich wusste, das kommt. Es war ach so klar, Scheiße. Ey, ist das belastend, Junge. Gibt es nicht, ich gehe mal rein. Komm, also meine IVs jetzt wirklich, das sind Maschinen von einem ganz anderen Planeten, sage ich dir. So wie es ist, linker Innenverteidiger 92er Koulibaly, daneben Manolas 93er. Und im Tor der gute Handanovic. Auch das ist so ein krankes Team eigentlich. Und dieser ZM, es ist so zum Heulen. Junge, du hattest es richtig fresh. Fresh. Mit rechter Innenverteidiger De Vrij, der hätte zu Rullit und Hartebeer gelinkt. Und dann links Upamecano, Torwart Gulashi. Ja. Ach ja. Wäre zu fresh gewesen, aber. Ja, dann hättest du es auch nicht behalten dürfen von dem her. Gut. Ja, ich probiere jetzt nochmal irgendwie einen Bayern-Keeper zu finden, damit der Alaba wenigstens auf Fullcam kommt. Man kennt ihn. Und dann würde ich sagen, gleich in Lewis ein. Wir sehen uns in-game wieder. Let's go, Ferrari. Das wird ein Gutes. Ich wünsche ein Gutes. Spiegel. Natürlich noch ein angenehmes Gut Kick in die Runde. Ich wünsche dir sehr viel Glück und alles erdenklich Gute. Ich habe eigentlich die übelsten Maschinen im Mittelfeld, das ist mega gut für die Ausstellung. Das passt komplett. Oh mein Gott. War kein Elfer, ja. Schiri, sehe ich auch so. Rein damit. Oh mein Gott. Nur am Lacken der Malle. Oh mein Gott. Benzema, mach ihn doch mal rein, bitte, Bro. Wer ist das harte Bayeur? Harte Bayeur. Du spielst ja nicht mit Adebayor, Digga. Also wenn das in England abgepfiffen wird, dann heiße ich ab heute Kubo. Also ich will nichts sagen, aber Kubo hat bei jedem Stat 99, Alter. Er hat 99 Freischuss, 99 Kraft, 99 Curve, 99 alles 99. Was ist das für eine kranke Karte? Das wusste ich gar nicht. Jetzt. Ich hab Standbild, what the fuck? Ich auch. Moin, da sind wir wieder. Was war das denn? Moin, Meister. Lampard, Junge. Das gibt es nicht. Ich stand doch da. Och, Mann, ey. Der Frankie. Frankie, bringst du mir noch einen Weizen? Der stand in der Bild. Das gibt's nicht, Alter. Der Benzema ist aber echt ganz nice. Olle. Mann, was ist das, Mann? Schade, Max. Oh Mann, wird das teuer. Was ist mit meiner Abwehr? Nein, ich bin so hart. Ah, das gibt es nicht. Also ich habe es wirklich verdient. Ich sollte wirklich alles abschießen. Ich sollte mein ganzes Team abstoßen für diese Aktion. Junge, was das war machst so du dumm. Denn? Das war so dumm. Oh mein Gott, wie macht denn der den rein? Junge, wie frei war der denn? Wie macht denn der den rein? Boah, so mal mit dem 3-1. Let's go. Wir gehen rein. Da ist noch was drin. Da geht noch was.
10er. Olle, ole, da bist du doch in der 90. Der Dreier-Discard wieder zurück. Oh mein Gott. Oh mein Gott, in jedem Video drückst du mit dieser Pisse. Ja, 4-2, ne? Ich habe 2 Tore gemacht, da bin ich auf jeden Fall zufrieden mit dem Bronxkeeper, damit 4 Tore kassiert war. War eklig, war belastend, sind trotzdem 2 Discards und bei dem Team tut's weh, kann ich jetzt schon mal so sagen. Wir gehen rein zum Discarden, Abfahrt. So, jetzt kann ich beten, jetzt kann ich hoffen. Das könnte absolut komplett sein mit meinem Verein. Ich sag's dir so, wie es ist, Jules, nenn bitte 3 Positionen. Ne, 2 Positionen, stimmt, es sind ja nur noch 2. Stimmt, es sind nur 2. Oh, ich dachte die ganze Zeit echt, ich hätte 3, gut. Ich auch, ich bitte, bitte, 2. Bitte, einmal, bitte. Außenverteidiger, Flügelspieler, Innenverteidiger. Gut, 2 Stück. Vielleicht denkst du, dass ich dann ein paar nehme, deswegen nehme ich den... Deswegen nehme ich ein paar, ich nehme die Innenverteidiger. Innenverteidiger, ja. Also das Gute ist, es sind Tradable-Karten. Der gute Manolas und der gute Handanovic. Grüße gehen raus. No. Aber du hast... Wie viel kosten die? Das ist auch... Und, also warte ganz kurz, ich sage erstmal De Jong, Frankie stand vorne, rechter Flügel, dann linker Flügel der Bonsema. ZM habe ich Rullet gelassen. Links, als du Außenverteidiger übrigens gesagt hast, ne? Ja. Da stand rechts Rechtsverteidiger Kubo, Linksverteidiger Hazard. Das wäre ganz nett geworden, Alter, wenn du die genommen hättest. Das ist absolut komplett. Also ich gucke kurz nach, wie viel die kosten. Der gute Handanovic 109k. Mhm. Und Manolas 200k. Let's go. Über 300k wieder. Also, oh Mann, Alter. Sauber. Sehr schön. Ich hau die mal in der SPC. Okay, let's go. So, da ist er einmal, der gute Handanovic, der gute Manolas. Ich gebe es soweit ab. Ich habe das in die Best of 100 Hüter Bortchen 83er Rating. Das ist auch trotzdem komplett überflüssig. Wie gesagt, Spieler sind abgegeben. 100 Hüter haben wir hier. Vielleicht kommt dazu noch ein Video, falls ihr da was sehen wollt. Irgendwie so ein random SPB, random Wundertüten SPB. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da, lasst auf jeden Fall ein Abo da und schreibt in die Kommentare. Ich würde sagen, ja, Gameplay hat Spaß gemacht, bis auf den Bronze-Snipe von dir. Übrigens, der Bronze-Spieler stand im Tor, also den hättest du eigentlich auch nehmen können. Fällt mir gerade auf. Perfekt. Schade an der Stelle. Ich würde sagen, da bin ich raus. Die letzten Worte hat wie immer der Jules. Ja, hat Spaß gemacht. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, checkt MCoachy bei Max ab und dann sind wir raus. Macht's gut, haut rein und ciao. We'll be right back.